Hallo liebe Freunde des Internets und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Portal 2. Wie kommen wir denn zu der Ehre, Herr Knasti? Zu welcher Ehre denn? Zu Korn-Ehre? Witze diesmal. Okay, alles klar, ich versuch's. Wir kommen zu der Ehre, weil wir haben ja schon vor langer, langer Zeit, damals im 18. Jahrhundert, hatten wir angesagt, hey, wir würden auch ganz gern die Koop-Maps, die dann von Außenstehenden, also nicht Valve-Mitarbeitern erstellt wurden, würden wir auch ganz gerne spielen, auch gerne Maps von euch. Und deswegen haben wir uns gedacht, legen wir doch heute einfach mal los. Wenn nicht heute, wann dann? Genau, jetzt ist es Zeit, die Geschichtsbücher noch einmal umzuschreiben und mit einer weiteren Runde Portal 2 hier Custom Maps zu spielen. Der Editor ist mittlerweile umgemünzt worden, dass man damit auch entsprechend Maps selber für den Koop-Modus bauen kann. Daher hat sich das Superteam Denksport-Aggregat fusioniert, namens Rahmschnitzel und Dark Kiekste, Herr Knasti. Und nun geht es weiter mit einer heiteren Runde, keine Ahnung haben. Ne? Richtig. Schön, ihr müsst euch dringend schon mal ein bisschen ein Kopfkissen auf die Tischplatte legen, weil ansonsten, ihr wisst ja, Kopf und Tisch, beides nicht. Ne? Du meinst das flauschige Nagelbett? Genau, richtig. Ja. Ihr könnt natürlich auch selber euch hier fleißig an diesem tollen Editor dran herumprobieren, den wir jetzt mal nicht zeigen werden. Das könnt ihr alle selber herausfinden. Der ist echt einfach zu bedienen und alles. Und selber Karten bauen könnt ihr dann gerne auch uns zeigen, schicken, den Namen davon schicken. Und zwar an die Adresse, die eingeblendet wird, die portal2@auchnö.de. Ne, so wie es da steht, einfach hinschicken. Entweder, wenn ihr selbst eine Map gebastelt habt, dann halt bitte kennzeichnen mit hier meine Map, ne, oder eigene Map. Oder wenn ihr irgendeine Empfehlung habt, wo ihr sagt, boah, die ist so gut, die müsst ihr unbedingt mal spielen. Daran werden eure Supergehirne zerschmelzen wie ein Eis in der Sonne. Dann auch entsprechend kennzeichnen. Ne? Genau, aber nicht schmummeln, ne? Nicht sagen, hier, das ist meine, aber dann gehört die jemandem ganz anders. Ja, genau. Wenn das die eigene ist, dann muss es auch entsprechend gekennzeichnet werden. Richtig. Zum Einstieg haben wir natürlich noch keine Custom Maps von euch, sondern allgemein einfach die beste, die gerade, oder die bestbewertetste, die es gerade im Steam Workshop da zu finden gab, einfach mal rausgefriemelt, aus zwei Parts bestehend, und zwar Elektrophobia, was sehr gesund klingt, von dem Herrn Mevius oder sowas. Ja, Mevius müsste stimmen. Oh, sieht der ganz Mevius. Sympathisch aus, ein bisschen wie ein Arzt. Habe ich fast schon ein bisschen Angst vor dem Typen. Das ist ein Wissenschaftler, die sehen so aus. Wissenschaftler erkennt man immer am weißen Kittel. Das ist komisch. Ich glaube, das ist so ein Schaden, den ich von Half-Life davon getragen habe. Das ist ja, dem habe ich Angst vor Wissenschaftlern. Ja, genau. Deswegen habe ich auch, also falls ich auf irgendwelche Partys gehe, habe ich immer so einen weißen Kittel im Schrank hängen. Damit sich bloß niemand anquatscht, ne? Ja, ja, nee, damit ich schlau aussehe. So, bevor wir aber noch hier länger durchquatschen, fangen wir einfach mal an, oder? Ich bin stark dafür. Ich gehe einfach mal drauf. 5 Stunden schmeiße ich spontan mal meine Webcam runter. Toll. Kannst du mich leider nicht mehr sehen. Ich sehe dich eh nicht. Zack. So, da sind wir tatsächlich. Ah, das gewohnte Bild. Ja. Ah, du siehst genauso bananenförmig aus wie früher. Ja, und du bist genauso rund. Eigentlich bist du gar nicht rund. Ist komisch, dass man den Roboter auf den Kern reduziert. Ja, gut. Das macht man doch sonst bei Menschen nicht so. Weil Menschen meist keinen Kern haben. Ach so, ja. Scheiße. Oder ich weiß nicht genau. Wollen wir mal was machen? Hallo. Hi. Ah. Ich muss ja sagen, ich habe es ein bisschen vermisst so in der letzten Zeit. Ja, ich habe auch so oft, ich konnte nachts teilweise nicht schlafen. Ja, ich auch. Weil es zu warm war. Ja, daran langt's auch. So. Ja, schön. Wir sind in Testkammer 0. Ach ja. Aber es ist egal. Wir sind Testkammer hier in diesem 0. Non. Ja, ich glaube, das steht einfach nur für uns beide, wie wir da so nebeneinander stehen. Das ist eine sehr vereinfachte Form. Hier gucken wir. Die beiden runden Gebilde da. Dani Sahne von da. Du willst doch keine Werbung machen jetzt hier? Nee, ich hab doch gar keine. Achso, nee. Das war ja schon. Verdammt, ja. Müssen wir jetzt rauspiepen. Okay. Wir piepen. Wir folgen dem Pfeil, der sich dort befindet. Wo rennst du hin? Ich bin dem Pfeil gefolgt. Hier ist ein Pfeil. Ja. Der zeigt in die Richtung. Die letzte Aufnahme ist schon gefühlte Ewigkeiten her, ne? Ja. So grob gesehen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder reinkommen hier. Wir haben auch jetzt extra uns nicht vorbereitet.
um genau. dem vollen Spielspaß hier die Ehre zu geben. Das wäre ja böse, wenn wir plötzlich das Spiel könnten. Ja, also es wird wahrscheinlich schlimmer als die letzten Aufnahmen, die wir im Original Portal 2 Koop gemacht haben. Das stimmt. Vor allem, wir wissen ja auch nicht so ganz, wie die Custom Maps jetzt eigentlich aufgebaut sind, ob die gut bewerten jetzt, die gut bewertesten, ob das jetzt die allerschwersten Maps sind oder die allerfluffigsten oder was auch immer. Wahrscheinlich sind es einfach die schnellsten und die einfachsten. Ich habe auf jeden Fall einen Tipp. Wir machen mal sowas. Wir wissen ja noch, wir können Portale setzen. Das ist, glaube ich, nicht der schlechteste Tipp, den man hier geben kann in diesem Spiel. Nö, finde ich auch gar nicht so schlecht. Und komm mal her, sonst kriegst du, sonst fällst du. Ich habe jetzt das hier. Zack. Entschuldige, das war, glaube ich, ein bisschen laut, aber ich hatte gedacht, ich würde verfehlen. Ist egal, kannst mich ruhig anbrüllen. Stehe ich doch drauf. Ist die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich kann da nicht durch. Wir kennen ja noch diese schönen Barrieren hier. Also wenn ihr von dem Spiel keine Ahnung habt, das erste Video was ihr gerade seht, dann guckt euch einfach das Portal 2 Let's Play von uns an. Genau, richtig. Sollte eine Empfehlung wert sein. Habe ich gehört. Ja, habe ich. Das sind aber, glaube ich, nur Gerüchte. Ja. Ich kann also nichts machen. Ich kann höchstens aus deiner Sicht schauen. Ich habe hier eine Portalfläche. Die bietet sich auch so an. Genau. Ja. Aber ansonsten sehe ich hier jetzt so spontan... Da oben? Kommst du da irgendwie hin? Wo zeigst du hin? Dahinter ganz? Ja, ein bisschen hier zu Wand kommen. Moment, du müsstest dann ja einmal durchgehen können. Oh, ja. Schön. Ja. So, jetzt bin ich hier oben. Kannst du da durch oder kannst du da irgendwo was hinmachen? Also ich kann nicht, hier was hinmachen. Das... Ich mach das nicht weg. Hier, jetzt sehe ich aber tatsächlich keine. Wobei, ich muss mir hier drüben gucken. Ach, hier ist vorbei. Hier ist Schluss. Du kannst runterspringen? Ja, hier ist quasi auch schon der Ausgang. Da. Ja. Ach, das ist schön. Das ist zumindest der erste Teil hier. Da oben ist ja auch noch eine Fläche, aber ich komme da spontan mal nicht hoch. Na, du musst dich umbringen einfach, wa? Ja, aber dann fällst du auch da runter. Ja, du bist ja schon auf der anderen Seite. Verdammt, das war ein Denkfehler. Stell dich mal an einen sicheren Ort. Achso, Moment, ich kann doch. Warte mal, ich müsste doch eigentlich, wenn ich von hier. Ach nee, kann ich nicht. Aber ich bin an einem sicheren Ort. Das heißt, ich gehe einfach mal hier zurück. Wahrscheinlich haben wir direkt das spontan schon mal komplett falsch gemacht. Das ist sehr gut möglich, ja. Obwohl, es kann gar nicht so falsch sein. Nee, stimmt, weil ich bin ja schon mal hier. Es ist nicht so falsch, wie es sich anfühlt. Kannst du denn irgendwie... Na, ich kann... Nee, kannst du gar nicht. Da das drüben, ist blöd. Nee. Das ist ja ein toller Aufschwung jetzt gerade hier. Habe die Befürchtung... Ich kann ja nicht sehen, was bei dir noch so ist, aber ist ja wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee, hier ist tatsächlich nichts mehr. Also ich habe... Wobei, hier hinten, warte, Moment. Ja, erstmal gucken. Halte, stoppe. Oh. Hier hinten. Oh. Aber da ist ja nichts offen. Hier fährt spontan mal wieder. Welches Portal sitzt bei mir jetzt oben? Das weiß ich nicht. Rot. Kannst du da was hinmachen? Hier kann ich was hinmachen. Ich sehe was hier vorne kommend. Bringt dir das etwas? Das ist die Frage. Wahrscheinlich. Ich kann da so zumindest nicht hin, das war aber auch irgendwie klar. Ich hüpfe mal hier rüber, ich keine Ahnung. Mal. Ach so, na klar, jetzt kann ich ja hier so. Hallo? Hallo. Das war ja. Du fällst aber runter, wenn du ein Portal setzt, ne? Ja. Da ist dir schon klar. Ja. Das heißt, entweder du fällst so runter und opferst dich, aber dann sind die Portale auch weg. Ja, das bringt uns nicht weiter, glaube ich, ne? Ich kann ja auch keins da quer so durchschießen. Oder kannst du dir direkt hier oben das ranmachen? Dein gelbes? Stimmt, dann muss ich das während ich springe machen oder geht das schnell genug? Ich würde lieber springen, das ist ja ein weiter Weg. Nach unten, ja. Es ist aber knifflig hier. Ja, ich mach das jetzt mal. Oh. Schön. Und wer ist drauf gekommen, hä? Kenn ich nicht. Ach so, okay. Ich auch nicht. Du kannst mir jetzt auf dem anderen Weg da hinten wieder was machen, ne? Ich kann jetzt Wenn du da oben den roten hinsetzen, so.
Und jetzt kannst du... Wo kann ich denn jetzt hin? Ja, ich meine, die Idee ist gut, ne? Aber ich müsste da irgendwie hinkommen. Aber da kann ich nicht von da vorne hin. Und sonst gibt es ja auch keine Flächen in der Form. Ja, richtig. Du kannst jetzt nirgends die Bridge herholen, ne? Aber ich bin jetzt mit meinen beiden Teilen frei, ne? Mit meinen beiden Portalen. Wobei ja. Ich nur eins gesetzt habe gerade. Ja, Ich bin ja. Ich schieß mal wild um mich. Da bringt alles nichts. Wenn. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ich kann. Du hättest ja von hier hinten auch. Nee, da hättest du gar nicht da hochgehen können. Kann ich denn. Nee, es sind tatsächlich. Ich habe nur die zwei Flächen hier drüben auf jeden Fall. Definitiv. Kannst du irgendwie eine tiefere Fläche dahin biegen? Nee. Ist das. Ach unten nee, das, was? Das andere kam ja von der anderen Seite hier, ne? Kann ich darüber springen? Ich bezweifle es mal stark. Das ist zu weit, glaube ich. Aber jetzt kannst du ja. Ich probiere es einfach mal aus. Nee. Musst du doch gar nicht. Du kannst doch jetzt dein hellblaues Portal, die gegenüber da an die Wand bappen. Die müsste. Ach, genau. Mano. Das hieße aber, ich müsste dann. Achso, wenn du jetzt hier runterkommst, was bringt dir das dann? Du musst es dann gleich da oben eins hinmachen, während ich quasi hier am Fallen bin. Glaube ich. Wobei, nee, du kannst doch jetzt hier einfach runterkommen, dann kommst du hier durch und setzt selbst hier oben dein Portal. Ah, nee, doch nicht. Was rede ich denn? Oder doch? Achso, ich könnte jetzt wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, das war jetzt blöd. Ja, ich denke auch gerade. Ich muss da oben hin einfach. Ach ja, richtig. Lalala, du müsstest aber trotzdem mit mir gleich ein Portal dahin setzen. Am besten das andere, dass der Weg noch bestehen bleibt. Genau, bist du schon durch? Ach, du bist ja schon durch. Ich bin vollkommen durch. So, zack. Ah, schön. Ich bin weich gelandet. Ja, das habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, das ganze Ding noch schön mit Seide auszupolstern. Das Licht ist heute sehr flauschig unterwegs. Und genau. Hallo. Hallo. Yay. Boah, sind wir cool. Crazy Moves. Ja. Ach, wunderschön. Es hat ja doch funktioniert. Ja. Und ich sag mal, die Idee war gar nicht so schlecht. Ja, du hattest, ich sag mal so, Lösungsaufteilung 75% du, 25% ich. Und die restlichen 10? Haha. war es das jetzt schon für diese Map? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns direkt ohne großen Schnitt in der nächsten. Genau. Teil 2 hiervon wieder. Es gibt ja zwei Teile. Schauen wir mal. Aber vielleicht ist es ja noch gar nicht hier der Teil. Uah. Und zack, die Technik macht's möglich. Sind wir direkt im zweiten Teil. Von Elektrophobia heißt es, glaube ich. Richtig, vollkommen richtig. Ja. Ich habe leider den Namen vergessen von dem Macher. Das ist der Mevius. Genau, Mevius. Mensch. Also ich kann mir eigentlich keinen Namen merken, aber ich habe den mir so eingebrannt jetzt gerade. The burn. Sehr schön. Sieht auch direkt unwesentlich komplizierter aus. Ja, hier ist eine Tür. Ich gehe da mal durch. Mach keinen Unsinn. Doch, ich mache jetzt einfach mal Unsinn. Das ist doch kein. Wo bist du jetzt? Ich treibe Schabernack. Ich bin schon fast am Ziel. Du bist ja ganz schabernäckisch unterwegs gerade. Ja. Ey. Finde ich super, dass die erste Map so klitzeklein war. Und die zweite so. Und die zweite ist so monströs. Ja, wahrscheinlich hat der Typ gerade Gefallen daran gefunden, hier das zu bauen. Genau, das erste war so ein Test und das zweite jetzt ist so. Man muss ja auch dazu sagen, der Editor ist für den Koop erst seit irgendwie ein paar Wochen ausgelegt. Das heißt, es gibt schon einige Maps, aber die ganz großen Kracher und ausgefidelten Ideen, die kommen erst später noch wahrscheinlich. Ja, wo man dann tatsächlich so 24 Stunden wahrscheinlich, genau. Und so. In einer Aufnahme. Machen wir natürlich auch alles, ne? Ist klar. Ja, natürlich. Das sieht sehr schön aus, was du da machst. Gut, ne? Bist im Fitnessstudio gerade hier. So wie die Gewichte da hoch und runter gehen. Ich muss abnehmen. Irgendwann kriege ich die Tür nicht mehr auf. Du bist doch schon viel schmaler als ich hier. Aber dafür bin ich ja größer. Ich mit meiner alten Kugelform. Ja, du bist eher so der lange Schlaksige.
Vielleicht geht die Tür ja weiter auf, wenn du dich dann rausstellst. Dann reißt die direkt aus den Angeln raus. Nee, ich glaube nicht. Kommen wir jetzt raus? Ich muss mich beeilen. Oh, ich sehe deine Waffe. Ich sehe auch deine Waffe. Hallo. Möchtest du wieder raus? Das wäre schön. Ohne zu sterben? Ja. Okay, wir haben jetzt schon mal rausgefunden, wo der Ausgang ist. Das ging schneller als bei manch anderen Maps. Oh, ein Würfel. Ach, schön. Erfröhend der Schwerkraft. Okay, dann wissen wir auch schon mal, dazwischen kommt der Würfel raus. Ich bin stolz auf deine Beobachtungsgabe. Das ist gut, ne? Ja. Das ist da hinten. Nee, kann man nichts machen. Irgendwo müsste man dann ja hier entweder durchfallen können oder irgendwie rumgeschleudert werden oder sowas. Das stimmt, da ist eine Fläche. Das heißt, einer muss wahrscheinlich irgendwann hier oben den Würfel aktivieren. Genau. Aber wir können ja erstmal unten beide schauen. Genau. Was uns dann so einfällt, ne? Erstmal hier ein bisschen Sightseeing betreiben. Yep. Ist ja wichtig. Ein paar Souvenirs kaufen. Ich hätte gerne die Perlenkette da vorne. Aha. Die Pinke. Gut. Was? Egal. Nicht wichtig. Ich hab's gerade verdrängt. Gut, die eine kann hier durchgehen, das ist schön. Genau. Ich guck mir mal die Welt von der anderen Seite an. Hier kann man sogar, hier ist ein Knopf, was macht denn der? Ist sogar ein Kabel hingespannt, da hinten irgendwo. Ach, da hinten irgendwo ist jetzt... knistert's. Aber was passiert denn da? Der Pfeil ist... Ach, hier geht das... Vorsicht. Hier geht das Kraftfeld aus. Wenn du dich drauf stellst. Sprich, ich kann jetzt hier durchlaufen. Dann hüpft er mal durch. Da hinten war ja sonst nicht mehr viel, ne? So. In dem bereits betretenen Bereich. Nee, da ist sonst nichts. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier drauf jumpen, ohne runterzufallen. Das war ein bisschen knapp. Und ich habe ja selbst noch meine Portale hier. Ich kann allerdings... Nur hier ist eine Fläche. Und das war es dann auch schon, glaube ich. Oh. Kommst du an den Würfel ran? Nee, ne? Ach, guck mal, ich kann... Doch. Nicht, ich komme nicht direkt dran. Ich könnte noch hier noch weiter durchgehen. Einmal so umlenken. Kannst du das Feld hier irgendwie deaktivieren? Wo ich gerade dran stehe? Nee, ne? Du meinst das Gitter? Aber ich kann hier einmal durchschießen. Mach mal den Würfel. Ja, ich mache den Würfel. So, da ist er. Mach mir den Würfel. Hallöchen. Ja. Da er liegt. Das Blöde ist, wenn ich hier durchgehe, dann ist das Ding hier weg. Dann fällt der Würfel runter. Ach so, das Feld hatte ich gar nicht gesehen. Okay, setze Problem hier. Aber ich glaube, du kommst doch an den Würfel ran, wenn das Teil nicht da ist. Ich würde sagen, der fällt dann runter. So von hier aus. So versuchen wir den zu fangen jetzt. Ich komme da nicht ran. Der ist zu weit weg. Verdammt, okay. Ich habe doch keine 5 Meter Arme. Wieso nicht? Ja, gut, einen Roboter könnte man anbauen, aber die schleifen dann immer so über den Boden. Es gibt Lackschäden, es geht nicht. Aber irgendwas muss das hier oben noch mit auf sich haben. Behaupte ich. Allerdings weiß ich da gerade nicht. Ich meine, ich kann hier auch nicht durchgehen, das ist ja extra begittert. Damit es nicht geht. Wahrscheinlich ist die Lösung mal wieder recht einfach. Ja. Wobei wahrscheinlich nicht. Das ist, ich meine, ist ja eine gut bewertete Map. Genau, wahrscheinlich haben wir jetzt uns die Map ausgesucht, wo die ganzen Menschen einfach nicht durchgekommen sind und sie deswegen gut bewertet haben. Kannst du von da oben noch irgendwelche Portale und sowas setzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil dann hier unten. Also ich habe ja nicht keins mehr frei. Du fällst dann halt runter, wenn ich irgendwo eins setze. Das ist ja nicht weiter schlimm. Kannst du da hinten denn rankommen? Da komme ich ran, ja. Sehr gut, dann springe ich nochmal runter. Das Rote hin. Das Rote. So. Aha. Gut, davon haben wir zwar nichts gewonnen. Genau, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Schön. Aber ich kann ja jetzt auch zum Beispiel da das Rote. Ja, danke schön. Oh. Du warst genau hinter dem Pfeiler. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du da drauf bist. Entschuldige bitte. Das war nicht beabsichtigt. Okay, ich tue einfach mal so, als wäre nichts passiert. Genau. Geschneidet raus.